Wir machen heute ein paar einfache Übungen für unseren oberen Rücken und auch für den unteren Rücken. Setzt euch gerade hin auf das vordere Drittel vom Stuhl. Schultern sind hinten, unten. Die Schultern gehen nach oben und wir rollen sie nach hinten ab, ganz langsam. Ganz kontrollierte Bewegungen. Schultern hochziehen, nach hinten, unten rollen. Nochmal hochziehen und nach hinten, unten rollen. Das Ganze machen wir jetzt nach vorne, Schultern hoch und nach vorne abrollen. Hoch, nach vorne abrollen. Hoch und nach vorne abrollen. Jetzt machen wir den oberen Rücken rund. Haltet den Bauch auf Spannung. Und macht den Rücken rund, ausatmen und wieder gerade ziehen. Nur hier oben den oberen Rücken. Gerade ziehen, einatmen, rund machen, ausatmen und wieder nach oben. Einatmen. Versucht gleichmäßig zu atmen. Für mich geht es nicht so einfach, weil ich noch nebenher sprechen muss. Noch einmal rund machen. Also nur hier oben rund machen und wieder gerade ziehen. Und jetzt sitzen wir wieder gerade, Bauchspannung. Jetzt ziehen wir das Brustbein nach unten. Also nicht die oberen der Schulterbereich wird gedehnt, sondern das Brustbein geht nach unten. Unten, ausatmen und wieder nach oben. Der Bereich hier bleibt fest. Schulterbein, Schulter geht, Entschuldigung, Brustbein geht runter und wieder hoch. Brustbein nach unten ziehen und wieder hoch. Das Ganze machen wir jetzt noch mit dem Arm, macht den rechten Arm nach oben, Daumen zeigt nach hinten, Schultern bleiben unten, Bauchspannung, Brustbein nach unten ziehen und wieder nach oben, Brustbein nach unten ziehen. Und wieder nach oben, nach unten ziehen und wieder nach oben. Arm wechseln, Arm hoch, Schultern bleiben aber unten und dann ziehen wir das Brustbein wieder nach unten und wieder hoch und nach unten und wieder hoch. Und nach unten ausatmen und wieder nach oben, Arm wieder ablegen. Jetzt machen wir noch eine Übung für die Lendenwirbelsäule. Wir machen wieder einen Arm hoch, der geht nach hinten und dann machen wir in der Lendenwirbelsäule, machen wir uns rund und richten uns wieder auf und wir machen uns wieder rund. Und richten uns wieder auf. Schön rund machen hier unten. Ich setze mich mal so seitlich, dann seht ihr das besser. Arm oben lassen und rund machen. Und wieder aufrichten. Hier bleibt alles fest. Nur hier unten machen wir es rund. Bauch wird eingezogen. Bauchspannung. Und nochmal rund und wieder hoch. Das gleiche noch mit dem linken Arm. Gerade, Schultern runter, Bauchspannung und rund machen. Lendenwirbelsäule ganz rund machen. Und wieder nach oben, Rücken gerade.
Lendenwirbelsäule rund machen. Rücken geht wieder nach oben. Gerade. Rund machen. Und wieder nach oben gerade ziehen. So, das waren unsere Übungen für den oberen und unteren Rücken. Das ist ganz wichtig, dass wir den immer in Bewegung halten. Und nur so können wir auch einen Buckel vermeiden oder eine krumme Haltung im Alter. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Tschüss!